jetzt Anfang 60, ist jetzt schon in Rente, aber er will es nochmal wissen und macht es jetzt auch nochmal selbstständig. Und den begleite ich gerade eben auch so im Videocutting-Bereich da an seinem Projekt. Also es ist nie zu spät, sein eigenes Ding noch zu machen. Ich glaube, irgendwann bereut man die Dinge, die man nicht versucht hat. Und das ist vollkommen richtig. Das ist auch... Heute habe ich die schon lange angekündigte Sonderfolge für euch. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Podcaster, Moderator, und heute ist mal nicht Martin bei mir, denn ich war bei Foodbowl zu Gast, bei Stefan Heseling, wurde dort interviewt und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Stefan hat unter anderem die ELF-Infogruppe auch gegründet auf Instagram, ist Teil von Foodbowl mit Hendrik zusammen und hat früher auch bei Rheinfire NFL Europe damals schon mitverfolgt und dann auch mit 29 noch das Spielen angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube im Interview zeige ich das auch nochmal, aber dann wisst ihr schon mal, wer Stefan ist. Der hat mich da interviewt. Wenn es euch interessiert, hört euch da gerne rein, denn ich bin gerade im Urlaub unterwegs und da ist es schwierig, Podcasts aufzunehmen, gerade beim Wandern. Von dem her habe ich euch eine Sonderfolge, dieses Mal ohne Martin. Viel Spaß und beim nächsten Mal ist dann normalerweise Martin auch wieder mit dabei. Einen wunderschönen guten Abend, ein herzliches Hallo. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Talk bei Football TV. Und wie immer wollen wir nicht lange rumlabern oder was auch immer, was ich hier jetzt zu erzählen hätte, weil um mich geht es gar nicht. Es geht ja um die Gäste, die wir hier haben, beziehungsweise einen Gast. Wir haben mal wieder reduziert, nicht die ganze Hütte voll, sondern wir haben einen Gast, mit dem wir uns ein bisschen unterhalten wollen über das, was er macht im Bereich Football oder auch in anderen Bereichen. Und der heutige Gast ist vielleicht einigen bekannt, vielleicht auch nicht, aber ihr könnt ihn heute kennenlernen. Der Johannes Reuter vom Podcast Football Hautnah. Und ich habe lange gedacht, das heißt Hautnah Football, aber ist egal. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. In den letzten Tagen, beziehungsweise zumindest jetzt Wochenende, heute viel außerhalb deines eigenen Podcasts oder mit anderen Podcasts unterwegs. Aber heute Abend jetzt hier bei Football TV, es freut mich sehr. Und auch ein herzliches Hallöchen und einen schönen guten Abend an alle, die live zuschauen, zuhören und ein bisschen Fragen stellen wollen. Wie immer, bitte in den Chat rein. Wir werden versuchen, das einfach mit reinzupacken. Also wer da Fragen hat, vielleicht plaudert der Johannes ja über den Martin Hanselmann nochmal das ein bisschen was aus. Schauen wir mal. Aber erstmal... Wenn die richtigen Fragen kommen, ja. Ja. Anfang, Johannes, Football-Podcast, hautnah. Was machst du sonst so? Womit verdienst du dein Geld im weitesten Sinne? Wie sieht das so dein Leben aus? Also ich war bis Dezember noch im Großkonzern. Als Qualitätsingenieur habe ich da gearbeitet, habe da aber jetzt gekündigt und arbeite gerade in meiner Selbstständigkeit, dass ich eben anderen Selbstständigen, die sich nicht so trauen, nach außen zu gehen, dann begleite und berate, auch ihren eigenen Podcast aufzubauen. Und bin auch parallel schon bei jemand anders, so 520-Euro-Basis, bei dem ich auch so einen Podcast-Schneiden mit unterstütze. Also ich versuche mir so ein paar Einkommensquellen aktuell aufzubauen, ja. Okay, also du bist dann da also schon eher professionell auf der Podcast-Seite dann jetzt unterwegs. Ja. Ja, coole Sache. Das ist jetzt auch dann durch die Geschichte mit dem mit Martin Hanselmann, aber auch mit den anderen Podcasts, die du schon auch machst, sprechen wir gleich noch drüber, ja. Entstanden oder ist das irgendwie schon vorher die Idee gewesen? Naja, das brodelt so in mir seit ein paar Jahren, so seit 2 Jahren eigentlich, dass ich sage, hey, na, wo möchte ich hin, was möchte ich machen im Leben? Und ich hatte ja, bevor ich jetzt mit Martin den Podcast gestartet habe, auch schon einen anderen Podcast, da auch schon über 50 Folgen damals aufgenommen, bis ich mit Martin dann parallel weitergemacht habe. Und ich muss aber sagen, auch Martin war da auch immer so ein bisschen ein Vorbild für mich, weil er war damals so mit Anfang 30 in der Sparkasse, hat auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ähnlich wie ich. Und dann kam sein Bruder und hat so gemeint, hey, Martin, wie sieht's aus? Lass uns doch ein Fitnessstudio aufmachen. Und Martin war sofort dabei und der macht halt seit über 30 Jahren so, oder ja, ganz alt ist jetzt noch nicht, aber so seit fast 30 Jahren jetzt dann, sag ich mal, auf dem Fitnessstudio da so sein eigenes Ding, lebt vom
lebt auch vom Headcoachen, auch Vorträge in Großkonzernen allerdings, eben macht so sein eigenes Ding. Und das ist schon auch ein Vorbild. Und da hat mich Martin auch so ein bisschen gementort über die letzten 2 Jahre, auch in der Hinsicht, zu mehr mein eigenes Ding zu machen. Ja. Cool, also das ist natürlich wirklich wieder eine schöne Sache, dass man sieht, dass man über Dinge, die eher Hobby oder Interesse waren, dann doch zum Beruf oder zur Berufung werden können. Hört sich schon mal echt cool an. Wird bei mir nicht mehr passieren, glaube ich. Aber mal gucken, was Henrik noch mit mir vorhat. Ich glaube, da ist man nie zu alt zu seinen eigenen. Ich kenne jetzt einen, der hat jetzt der ist Anfang 60, ist jetzt schon in Rente, aber er will es noch mal wissen und macht es jetzt auch noch mal selbstständig. Und den begleite ich gerade eben auch so im Videocutting-Bereich da an seinem Projekt. Also es ist nie zu spät, sein eigenes Ding noch zu machen. Ich glaube, irgendwann bereut man die Dinge, die man nicht versucht hat. Und das ist vollkommen richtig. Das ist auch direkt schon so eine Sache, die sich so ein bisschen anhört nach dem, was du, ja, wir gehen erstmal auf das ein, was nicht mit Football zu tun hat. Du hast 2 weitere Podcasts, hast du gesagt. Genau. Die dann mehr in Richtung Motivation, mentale genau, Gesundheit in diese Richtung geht. Genau, es geht so Richtung Persönlichkeitsentwicklung, auch Thema, ja, wie kann das, was ich jetzt gerade mache, auch, ne, wie finde ich heraus, ne, was will ich wirklich im Leben und wie kann ich das dann auch umsetzen? Und also ich habe noch einen Podcast, einer heißt Authentisch Charmant und dann noch Die Lebensschmiede. Und das sind 2 spannende Projekte. Authentisch Charmant ist aktuell eher on hold so, weil die Winnie gerade wenig Zeit hat, aber der Lebensschmiede-Podcast ist auch ganz spannend. Wenn es mal interessiert, ein bisschen anderen Blick auch aufs Leben zu bekommen. Allerdings merke ich immer wieder auch im Leistungssport oder auch im American Football, dass sich da viele Dinge auch überschneiden mit Thema Atem, Techniken. Ich finde es auch interessant, ja, klar, das soll ja auch helfen, Gesundheit, Eisbaden und so weiter, wird ja im Football auch schon länger praktiziert. Da hat jetzt zum Beispiel letztens Jakob Johnson auch gemeint, ja, mittlerweile macht man das nicht mehr nach dem Training, sondern am nächsten Tag in der Früh dann, um jetzt den Regenerationsprozess nicht zu unterbrechen. Und das finde ich wirklich spannend, wie sich da so Dinge auch mit überschneiden, auch so Thema, was jetzt auch Meditation bewirken kann. Im College-Finale, der eine Quarterback von den Wolverines, der immer sagt, ja, er setzt sich immer am Spielfeld nochmal hin, meditiert, macht eine Atemtechnik, erdet sich nochmal und dann geht's los, dass er da fokussiert ist. Und das sind eigentlich so Techniken, die nicht nur im Leistungssport funktionieren, sondern auch so im eigenen Bereich. Und da teste ich mich so ein bisschen aus, ja. Ja, also mit der Atemtechnik und Ähnlichem hatten wir ja gerade vor dem Podcast schon mal ganz kurz angeschnitten. Es gibt da ja doch in jetzt zum Beispiel der European League of Football, wo ich jetzt ein bisschen mehr mit zu tun habe, doch schon den einen oder anderen Mental Coach, der da unterwegs ist in den Teams, oder Frank Rosa, der dann halt mit seiner Atemtechnik-Schule, nenne ich das jetzt mal, wo er ja eigentlich sein Hauptberuf dann im Prinzip liegt, jetzt auch dann ja eigentlich die anderen Teams, nicht nur Köln, wo er anfangs Coach war, Teams immer wieder, ich glaube, bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Hendrik hat auch mal bei der Geschichte mit auf den Rasen gelegen, wo das Team nach einem Training quasi dann halt eben wieder runtergekommen ist oder in eine mentale Erholung gegangen ist. Ist ein ganz interessantes Thema und im Leistungssport im weitesten Sinne, glaube ich, schon mittlerweile ein sehr großes Thema, weil mentale Gesundheit oder auch ja, das Motivieren sicherlich dann auch ein wichtiger Schritt ist. Es ist ja doch sehr zeitaufwendig. Wenn ich das so höre, du machst 3 Podcasts. Einer, okay, auf Hold, ist klar. Du arbeitest nebenbei, beziehungsweise machst dich dann jetzt selbstständig. Genau. Brauchst du da auch ein bisschen Motivation? Naja, die kommt von allein dann, weil ich so merke, hey, ich will so mein Ding machen. Aber klar, manchmal gibt es natürlich dann auch Tage, wo ich mir so denke, boah, okay, na, jetzt darf ich da mal wieder gewisse Dinge dann machen. Aber mir helfen dann schon so gewisse Routinen, dann da auch besser reinzukommen. Und ich wollte es jetzt noch ergänzen, weil du es gesagt hast, eben mit dem Atemtechnik, weil wir hatten in unserer 101. Folge Magne Socha mit im Podcast. Der hat ja damals Martin auch im ZDK, der kommt ja hier aus Neusitz, auch trainiert, gefördert, athletisch auch und ihn unterstützt, ins College zu kommen. Und Marc hat dann auch so erzählt, was er auch mit Atemtechniken dann macht und was ihm das auch immer geholfen hat. Und ich hatte ja auch mit einem, das Richard Zaller, der hat auch mal in der deutschen Fußballnationalmannschaft, war er mit Trainer
Und der ist so Anfang 70 und der hat eben zu mir auch mal gemeint, es reicht eigentlich schon, wenn du ja vielleicht so 20 Minuten vor dem Spiel 4 Sekunden einatmest, 4 Sekunden den Atem hältst und wieder 4 Sekunden ausatmest. Und das 20 Minuten hast du mehr Sauerstoff im Körper und kannst dann, vor allem wenn dann die Spiele auch länger sind, hast du dann mehr Leistung, mehr Power wie dein Gegenüber. Und ja, also probier es einfach mal aus, wollte ich noch ergänzen dazu, ja. Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge interessante Techniken und nicht für jeden alles, aber es gibt eigentlich ja. Für jeden was ihm weiterhilft, ob jetzt mit Atemtechnik und dadurch bessere Leistung oder dass man mit dem Kopf halt besser in der Sache vertreten ist, in dem, was man gerade macht. Wollen wir aber dann mal eben gucken, das, was du jetzt auch schön auf deinem Shirt drauf hast, den Podcast mit Martin Hanselmann, Football hautnah. Genau. Den machst du jetzt schon oder macht ihr schon geraume Zeit. Das ist jetzt nicht nur erst seit gestern. Seit zwei Jahren. Ja, es sind schon über 100 Folgen jetzt. Genau. Das ist ja schon nicht mehr eine Eintagsfliege sozusagen. und das Ganze ist ja irgendwo um Search entstanden oder zumindest zu der Zeit, als Martin Hanselmann bei Search gestartet ist. Habe ich das so richtig? Ja, das war das zweite Jahr von Martin bei der Search und das hat sich eigentlich so ergeben. Es war so, Football Bromance, wenn so mal Magnus Soccer oder eben Marcel Dabo, wenn die da mit dabei waren und auch Sami hat ja Düsseldorf Panda damals mit Martin auch trainiert, war auch in Neusitz, da kam immer wieder so der Name Martin Hanselmann und dann habe ich Martin mal wieder so drauf angesprochen, gesagt, hey Martin, wie sieht's denn aus, ne, willst du nicht mal ein bisschen was machen, so mit deinem Namen auch, und er so, ach Johannes, du weißt doch, ich und so nach außen gehen, Social Media, das ist nicht so meins, und dann gesagt, komm, lass uns doch mal hinsetzen, was können wir denn eventuell machen, um dich noch ein bisschen da mehr nach außen zu bringen, weil er möchte eben mehr Athleten begleiten und jetzt, die dann auch Bock haben, Vollgas zu geben. Der hat ja auch Philipp Bless, der Fußballtorwart auch mittlerweile im deutschen Futsal, so eine Art Hallenfußball da auch in der Nationalmannschaft mit drinnen ist und er begleitet ja verschiedene Athleten und da möchte er mehr begleiten. Und gesagt, komm, lass uns das Podcast-Projekt starten. Er war damals bei The Search, wir haben mal gesagt, ja, es ist ja nirgendwo jetzt die Search-Farben oder Search-Logo irgendwo mit drinnen. Das ist unser Projekt. Klar, war ein bisschen abgestimmt, also es war nicht abgestimmt mit der Search, aber es war natürlich bei den Pressekonferenzen oder so, die wussten natürlich, ne, dass hier wir viel über die Search sprechen werden. Und die Idee war eben, die Leute mitzunehmen, was so ein Headcoach im Alltag alles so beschäftigt, ihn ausmacht. Und es hat sich dann eben überschnitten mit der Zeit bei der Search schon damals, ja. In dem Podcast, wie gesagt, über 100 Folgen. Wer mal da näher reingucken will, ne, in die Arbeit von Head Coach oder auch überhaupt, wen der Martin alles kennt, also wo er mal mit zu tun hatte, den er getroffen hat, da sind ein paar wirklich sehr, vor allem unterschiedliche Folgen, muss ich jetzt so sagen. Also für mich sind die Folgen immer sehr, sehr unterschiedlich, geht nie irgendwie gleich voran. Wir haben ja auch kein Skript oder so. Ja. Also ich mache mir ein paar Gedanken, so über was wir sprechen können. Und Martin kann gut reden und erzählen und dann geht es da los immer. Ja. Also ihr habt da auch wirklich sehr unterschiedliche Gäste dann mal zwischendurch. Also viele Folgen, wo ihr zu zweit seid, ja, um über ein Thema zu sprechen. Aber ihr habt auch immer mal wieder Gäste dabei. Sprecht über die ELF, aber auch die GFL, beziehungsweise die Verbindung und die, wie soll man das sagen? Verbindung ist ja, glaube ich, falsch. Aber das, was halt eben beide Ligen so miteinander zu tun haben, eine ja. Verbindung wird ja gerade erst aufgebaut. Und auch die NFL, weil, wie du gerade ja schon sagtest, auch da hat Martin Hanselmann ja ziemlich Kontakt zu einigen Spielern. Auch Coaches. Okay, ja, er reist auch, glaube ich, immer nach Amerika für eine Coaches-Schulung zum Beispiel. Genau, so wen das interessiert für Coaches, ist jetzt wieder im September in South Dakota an der University bei den Coyotes. Da der Head Coach Bob Nielsen ist da schon seit Jahren sein guter Freund auch. Und wen das mal interessiert, so eine Woche am College mitzuerleben mit den Coaches live, um mal zu sehen, wie das dann aussieht, wenn es 24-7 nur um Football geht. Das ist ja das, was Martin immer so ein bisschen, egal ob es jetzt ELF oder GFL ist, uns geht es um Football hier auch in Deutschland, in Europa. Und wo man sagt, ja, wenn wir mal an dem Punkt sind, dass wir auch nachmittags um 2 schon trainieren können und nicht erst abends, weil die Spieler tagsüber noch arbeiten müssen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und also wen es interessiert, die Fortbildungsreise findet vom 22. bis 29. September statt. Kann auf das
Homepage von Martin, martin-hanselmann.de, ihn kontaktieren, kann man sich da anmelden, ja. Also es ist schon eine interessante Sache, macht er auch nicht neu, das macht er schon einige Male angeboten. Ja. Das ist sicherlich nicht uninteressant. Aber war noch Spieler schon mit dabei. Okay. Also nicht nur Coaches, sondern auch Spieler, ja. Nico Schuster zum Beispiel hat bei der Search auch gespielt, der war da mal mit dabei, ja. Also sicherlich ein Einblick, den man sonst so normalerweise nicht bekommen würde. Ja. Auch so grundsätzliche Geschichten, die er dann halt eben so erzählt. Ich habe irgendwo, na, bei 100 Stück muss ich gestehen, ich habe nicht alle gehört. Aber, ganz grundsätzlich ist mir eine Folge, ich glaube, das war kurz nach dem ersten NFL-Deutschland-Spiel, irgendwie irgendwas in der Richtung, wo Martin Hanselmann zu irgendeinem, ich sag jetzt mal, zu einer Lokalität gerufen wurde, mehr oder weniger, du musst vorbeikommen, hier sitzen irgendwie Leute von den Chiefs oder sowas. Ja, ja. Da also war das irgendwie so eine Geschichte, dass da was war, fand ich wirklich eine ganz, ganz tolle Folge, auch weil du dich da sehr stark rausgenommen hast oder immer schön nachgehakt hast zumindest. Ja, mich interessiert das ja auch, ich bin ja neugierig. Mal kurz zu meiner Person, ich habe nie selbst Football gespielt, also ich bin Fan. Ich habe dadurch, dass ich Martin, ich war 2008, 2009 viel im Fitnessstudio und hatte schon immer die Connection zum Football, aber so richtig verstehen tue ich es eigentlich erst so seit 8 Jahren sowas. Und bin da immer mehr reingewachsen und mich interessiert es dann auch. Und das ist so ein bisschen unser Konzept so von Fan zu Coach. Aber das Spannende ist, uns hören Fans an und uns hören Spieler an, auch aus der ELF, GFL, aber auch viele Coaches, weil für jeden da was dabei ist. Und die Folge, die du meinst, die war von, ja, vor 2-3 Monaten. Es war das NFL-Spiel in Frankfurt, als die Chiefs da waren. Okay. Genau. Und dann war eben eine Delegation von den Chiefs vom Marketing, die waren in Rothenburg ob der Taube, weil das ist ja so unter den Top 10 im Reiseführer, was die aus USA so machen sollen, ist Rothenburg da immer mit dabei. Und dann waren die da in Rothenburg und hat ihn seinen Freund, der das Restaurant macht, hat ihn dann angerufen, Martin, komm mal vorbei. Ja, wie, ja, er hat doch hier noch, er muss noch hier trainieren. Ja, nee, komm mal vorbei. Und dann war eben so eine Delegation von den Chiefs dann da. Und das war richtig spannend, weil so gesagt hat, die haben dann ein bisschen was getrunken und haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und waren jetzt keine Trainer dabei, sondern mehr so Marketing und Media und, also so vom Staff dann so an sich dann auch. Und das war richtig spannend, weil denen geht es halt, also da merkst du, die wollen die Größten auf der Welt auch werden mit ihrer Marke, Kansas City Chiefs, haben dann Martin auch gefragt, so über den deutschen Football auch, ne, wie das so ankommt, auch Thema Fußball haben sie jetzt Angst, weil die Weltmeisterschaft ja in den USA jetzt dann stattfindet und Thema Soccer, bei denen ja auch immer größer wird, da haben sie ein bisschen Angst gehabt, jetzt, ich glaube auf dem europäischen Football haben sie jetzt noch keine Angst, dass es Konkurrenz werden kann, aber es war echt eine spannende Folge, ja. Also da, wie gesagt, kann man definitiv nur empfehlen. Da sind so ein paar wirkliche Perlen zwischen. Ich habe da wirklich sehr interessiert zugehört. Und eine Frage, die ich eigentlich hier auf dem Zettel habe, die hast du dir gerade selber schon schnell beantwortet. Du hast keine Football-Vorgeschichte. Du bist also wirklich als Fan in die ganze Sache reingerutscht. Genau, ja, genau. Also ich schaue den Super Bowl schaue ich seit 2007 wirklich jedes Jahr an. Aber so richtig verstehen dann wirklich erst so seit 2015, 16 dann, seit der Saison, ja. Das ist übrigens auch so eine Sache, also ganz am Anfang, als Esume und wer auch immer die neue ELF angekündigt hat, da wurde immer von einer Fanliga gesprochen. Also zwar eine Liga für Spieler, damit die weiterentwickelt, besser werden etc., aber dass das eine Fanliga wird, genauso wie die NFL ja auch eine Fanliga in dem Sinne ist, da sind halt meistens nicht irgendwie, dass es nur Spieler sind, die da hin und her rutschen. Und jetzt von den Gästen, die ich jetzt eigentlich die letzten Monate hatte, muss ich ganz extrem sagen, dass einfach die meisten tatsächlich nie selber gespielt haben oder nur ganz kurz. Also das ist bei der GFL doch irgendwie komplett anders. Jeder, der da Coach ist, der da irgendwo am Spielfeldrand steht oder auch sich Spiele anguckt, ist dann in den meisten Fällen schon vorbelastet, weil sie selber gespielt haben. Ja, also das ist irgendwie, scheint sich das in der Elf nochmal ein bisschen anders zu kristallisieren, mein Gefühl. Ja, also ich
meine, bei uns ist ja Schwäbisch Hall Unicorns jetzt auch nicht so weit weg. Und also ich glaube, da sind schon auch Fans, die jetzt nicht auch selbst gespielt haben, aber vielleicht über irgendwie den Freund, der dann spielt, so, na, über Bekannte, dann, dass man da eher dann reinkommt, ja. Ganz grundsätzlich, Fan, hast du denn als Fan eine Mannschaft, wo du sagst, ja, egal ob jetzt GFL oder ELF oder was auch immer, du sagst, ja, davon aber die oder die supporte ich oder ein NFL-Team natürlich. Also fangen wir mal mit der NFL an, weil damals ging es ja auch da damit los dann für mich. Magnus Soccer, wie gesagt, der kommt ja aus Neusitz, aus Rodenburg. Ich war damals auch, der hat immer, Martin hat Montagabend immer Athletiktraining gemacht, da war Marc auch dabei. Und da kannte ich Marc dann schon und dann habe ich so, okay, Magnus Soccer, wo spielt der? Damals war er bei den Dallas Cowboys und dann habe ich so die erste Saison so richtig dann damals mit Dak Prescott, Ezekiel Elliott damals verfolgt. Muss allerdings mittlerweile sagen, dass ich nicht mehr so, boah, ja, nur Cowboys und so, sondern ich schaue mir die NFL an und ja, finde es dann toll, wenn es dann irgendwelche Quarterbacks gerade gibt, die eine schöne Story schreiben und bin da jetzt nicht mehr so fokussiert, dass ich sage, ja, es geht mir nur um ein Team. Klar schaue ich da immer so ein bisschen drauf, habe dann über die Jahre dann auch erfahren, okay, Dallas Cowboys, ja, die Fanbase wird da auch öfters mal ein bisschen kritischer angesehen, weil die jedes Jahr sagen, hier, it's our year, ja, das hat Marco auch im Podcast mal gesagt, die wohnt ja in Dallas, ja, dass jedes Jahr sagen, wow, und dieses Jahr kommen wir in den Super Bowl und schaffen es seit 30 Jahren nicht. Also so ein Hardcore-Fan bin ich da jetzt nicht. Ich verfolge dann so die Storys, die sich da so ergeben und mit Martin diskutieren wir dann auch immer so ein bisschen die Quarterbacks, die er auch verfolgt. Zum Beispiel jetzt Josh Allen bei den Bills, weil er so der System-Quarterback ist, der auch bei Martin ins System reinpasst. Oder Jalen Hurts bei den Eagles zum Beispiel. Dann sprechen wir über die und schaue ich mir dann auch an. Und ja, das ist so Thema NFL. Dann ELF. Ja, dadurch, dass Martin auch bei der Search war, werde ich da immer einen Bezug auch haben zu Search. Hat mich letztes Jahr echt gefreut, dass sie es ins Finale jetzt geschafft haben. War ja auch ein großer Umbruch. Auch finanziell haben sie jetzt andere Möglichkeiten wie damals, als Martin damals auch gestartet hat. Und es freut mich natürlich, verfolge ich immer ein bisschen, was die Search macht. Aber ich schaue auch die anderen Vereine, so jetzt Frankfurt Galaxy, da ist ja Andy Meyer jetzt auch mit Coach, der mit Martin ja auch lange gecoacht hat. Ich finde es auch spannend, was Rhinefire aufzieht, weil die halt wirklich zeigen auch, wie man das drumherum auch, du hast vorhin schon angesprochen, mit den Fans dann auch, ne, wie man die dann auch mit abholen kann und auch irgendwie unterhalten kann. Und das ist schon so ein bisschen auch der Unterschied, was Martin auch immer wieder so feststellt, weil ich kenne jetzt die GFL nicht so im Detail, muss ich dadurch auch sagen. Aber er sagt schon, man merkt halt den Unterschied. Bei der ELF sitzen auch viele Fans mit irgendwelchen NFL-Trikots. Das siehst du jetzt in der GFL ganz, ganz selten. Sondern geht es wirklich um das Team, das gerade dann noch da ist. Und ja, das ist dann spannend, auf jeden Fall auch das so ein bisschen zu beobachten. Und also ich verfolge da so die ELF, ja, wo es gerade gut läuft, sage ich mal. Und von der GFL habe ich jetzt kein spezielles Team. Klar, ich schaue so ein bisschen, was die Unicorns auch machen oder die Allgäu Comets dann. Bei uns die Franken Knights aus Rodenburg, die sind ja leider ein paar Ligen jetzt abgestiegen mittlerweile. Die waren ja auch lange GFL 2 oder auch mal GFL 1. Oder auch die Ansbach Grizzlies oder Nürnberg Rams. Ja, oder die Würzburg Panda jetzt. Ja, die verfolge ich dann so ein bisschen, ja. Also ist dann eher das, was lokal bei dir in der Nähe auch so ein bisschen beheimatet ist. Okay, und Search, da bist du natürlich dann auch so ein bisschen im Thema die letzten Jahre gewesen, Ja, sozusagen. ja. Dann macht einem das Interesse natürlich umso größer. Bei der Search, wenn wir bei dem Thema mal bleiben, wie hast du das so miterlebt, auch da? Wir kommen von dem Mann jetzt natürlich nicht los, als dann halt eben der Bruch mit Martin Hanselmann oder dass er da halt eben gegangen ist, gegangen wurde, wie auch immer. Wie ist das dann auch für den Podcast mit euch gewesen? Weil es war ja doch eher darauf aufgebaut anfangs, dass es halt Infos zu seinem täglichen Search-Headcoach-Leben, sage ich jetzt mal, halt eben dann Infos gibt. Hat das die Grundidee geändert oder ist das einfach so, ich sag mal, reingeflossen, dass es halt eben sich dann einfach ein paar mehr Themen gegeben hat? Ja, da will ich kurz noch ein bisschen ausholen, denn ja, also das war natürlich die Idee am Anfang, dass
dass Martin dann so aus seinem Alltag als Head Coach dann berichtet. Und es war auch spannend für mich, ihn während der Saison dann zu begleiten, weil es war oft schwieriger, auch dass wir einen Zeitslot gefunden haben, mal diese 45 Minuten, um den Podcast aufzunehmen, weil in so einer ELF-Woche, der ist da wirklich 24-7 Head Coach. Also Montag werden ja die Spiele rückblickend analysiert, ab Dienstag ist dann Ausblick auf den Gegner, viel Videoanalyse, und Martin ist da ständig unter Strom und auch so als Head Coach. Meinem zweiten Jahr war es schon auch noch ein bisschen ähnlich, aber er hat da teilweise Aufgaben übernommen, wo ich mir dachte, ja, okay, macht das ein Head Coach jetzt auch, dass der sich da um so organisatorische Dinge auch mit kümmert. Wenn es auch Thema, ich glaube, in der ersten Saison so ein bisschen mit den Bussen, ne, wie wann man dann losfährt und so. Also es ist irgendwie gefühlt, läuft jede Kleinigkeit so über den Tisch vom Head Coach, und er kann sich nicht nur auf Football fokussieren. Das war schon spannend für mich, das auch so hautnah auch mitzuerleben. Und als dann der Bruch kam, war für mich natürlich dann schon auch, okay, wie geht es da jetzt weiter? Weil für Martin war das natürlich auch eine sehr schwere Zeit. Denn er hat ja auch sein komplettes Herzblut da reingesteckt, und das war seine Mannschaft, und er wollte da was aufbauen, weil Martin ist ein Coach, der eben Teams entwickelt, und es dauert halt so 3-4 Jahre, und irgendwie hat er die Zeit bei der Search nicht bekommen, das auch aufbauen zu können. Das war für ihn natürlich auch nicht so leicht, und dann war natürlich schon, als es offiziell war, war ich mit Martin auch in Kontakt, und dann, ja, hey, wie machen wir denn jetzt weiter und so? Oder sagt er erstmal, nee, er möchte mal so einen kompletten Cut jetzt mal haben mit dem ganzen Thema. Aber dann hat Martin recht schnell gesagt, nee, lass uns das Projekt weitermachen. Und es geht um seinen Alltag, er erlebt nach wie vor spannende Themen, und ich denke, das kannst du dann auch bestätigen, wenn du unseren Podcast immer wieder anhörst, da wird es auch nicht langweilig. Ich finde es auch immer interessant, was Martin halt schon alles auch erlebt hat, zu welchen Themen das er immer berichten kann, und klar ist es jetzt dann nicht mehr ganz so die Nähe zu dem Team jetzt aktuell, wobei jetzt gerade ist er ja in der Jugendauswahl in Bayern da jetzt auch Head Coach, ist da ganz nah dran. Und da werden wir unsere Hörer dann auch mit reinnehmen, weil vor allem die Jugendarbeit, ich meine, du bist auch Head Coach in der Jugend, ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Und dann nehmen wir die Hörer einfach mit, und die können auch Fragen stellen zu sämtlichen Themen. Das wird nie langweilig bei uns. Also der Interessante oder das Schöne ist ja tatsächlich, dass es dann auch bei euch der Aufbau ist, dass du wirklich, wie du schon sagtest, eher als Fan oder als Fragensteller oder Nachbohrer dann wahrscheinlich, als Interessierter dann halt eben dabei bist, und er dann ja mit den Themen oder mit den Infos dann rausrückt, egal wo er dann gerade jetzt tätig ist oder was er so erlebt hat. Du hattest ja gesagt, du hast keine Vorgeschichte oder Ähnliches, was Football Sport an sich irgendwo da denn, dass du, also ich bin zum Beispiel auch nicht mit Football angefangen. Also ich war da Spätzünder, ich habe irgendwann mit 27 oder 26 mein erstes Footballspiel gespielt. Ja. Und auch das nur, weil ich mal meinte, ich könnte das, was die bei Rheinfeier können, kann ich auch. hat nicht ganz so funktioniert. Ich habe zwar am Platz gestanden, aber sah nicht ganz so nach Football aus, wie das, was die gemacht haben. Aber bist dem Football ja treu geblieben und nach wie vor als Coach tätig. Ich bin dann am Ende, sicherlich, habe 7 oder 8 Jahre gespielt, alles zwar dann immer unterklassig, also definitiv nichts das, was andere fabriziert haben, aber ich glaube, das ist eher eine andere Geschichte. Es geht dann oft eher um das Herzblut und etc., was man reinsteckt. Ich komme aber aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe früher Wasserball gespielt, eher sowas in der Richtung, auch wenn manche das auch Rugby oder Football im Wasser nennen. Hast du vorher irgendwas anderes gemacht an Sport? Irgendwie, ich sag jetzt mal, du siehst aus wie ein Leichtathlet. Nee, dank dir, ja. Ich habe Fußball gespielt, so bis Mitte 20 dann. Also Leichtathletik war ich jetzt nicht tätig, allerdings habe ich mich schon immer bewegt. Ich war auch 2009, ich hatte ein Auslandssemester in Joplin, Missouri, also so 3,5 Stunden südlich von Kansas City. Deswegen habe ich auch ein bisschen Bezug zu den Kansas City Chiefs, muss ich sagen, weil ich da noch viele Freunde habe, die Chiefs-Fans sind. Wir hatten damals viel Sport auch gemacht, haben auch mal Golf gespielt, haben Tennis gespielt, auch im Bowling Unterricht genommen und so, habe mich da ein bisschen ausprobiert. Ich habe immer das so Phasen, dann gehe ich eine Zeit joggen, dann gehe ich Fahrrad fahren. Das wechselt dann immer für mich selbst, ja.
Jetzt auch mal, du kannst es ja selber, glaube ich, auch lesen. Die Ja, Doris, vielen schöne Dank, die Doris, ja. Grüße. Ja, auf ganzer Welt bekannt. Ja, einmal so ein paar Lobeshymnen auf dich und auch das ja, Duo, was ihr da im Podcast bildet, dass das sehr gut zusammenpasst, finde ich, wie gesagt, auch. Und dass Martin Hanselmann da tatsächlich den Football lebt, ich glaube, das sollte jedem, der ein bisschen mit Football in Deutschland zu tun hatte, doch ganz klar sein. So viele Stationen und so viele Erfahrungen und Fortbildung und was weiß ich, wirklich sehr interessant. Ja, und ich finde es auch spannend bei Martin, weil er hatte vor Jahren auch schon die Möglichkeit, mehr so bei Unternehmen auch zu machen. Und er hat aber damals dann gesagt, nee, er möchte das eigentlich nicht, weil er ist Football-Coach. Er möchte jetzt keine Vorstände irgendwie bespaßen, sondern ihm geht es um Football. Und ja, das ist natürlich dann auch so eine Business-Entscheidung, sage ich mal, zu sagen, nee, ich bleibe aber dem Football und auch vor allem den Athleten dann auch treu, ja. Und ja, vielen Dank dir, Doris, für die Glückwünsche, ja, zu unserem Podcast-Projekt. Ja. Wenn wir jetzt so sagen, okay, Search etc., das hat sich ja dann so ein bisschen anders ergeben, aber du sagst, das ist immer noch so das Team, was du so verfolgst, auch aus der räumlichen Nähe dann vielleicht. Bist du denn auch irgendwo zwischendurch mal im Stadion gewesen, dass du sagst, das und das habe ich mir mal live angeguckt jetzt beim Football oder ja. Ja, also naja, also fangen wir an, mein erstes Footballspiel live habe ich, glaube ich, damals wirklich in den USA gesehen, in Joplin damals, aber es war ein schlechtes College, also es war jetzt nicht den besten Football. Und ja, ich war bei der Search, ich war auch damals im ELF-Finale in Klagenfurt. Weiß nicht, ob du damals auch dabei warst, Hendrik habe ich damals auch getroffen, auf jeden Fall. Und damals war ich auch mit dabei. Dann waren wir bei der Rheinfire bei einem Spiel, dann auch gegen die Galaxy. Jetzt war ich beim GFL Bowl dann auch mit dabei. Ja, also ich schaue mir das allgemein an und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Bezug eben zu der Galaxy, weil ich mich auch mit Thomas Kössling gut verstehe. Der hört auch immer wieder mal unseren Podcast, weil er sagt, er nimmt auch immer mal wieder noch ein paar Impulse mit, hat er mir letztens erzählt. Und ich hatte ja auch das Glück, bei zwei NFL-Deutschland-Spielen mit dabei sein zu können. Ja, also ich war in München und in Frankfurt. Einmal in München damals war es teuer, ja, aber in Frankfurt hatte ich Losglück. Ich war einer von den Glücklichen, die wirklich Karten auf normalen Weg bekommen haben. Und ja, und in London war ich zweimal, ja. Nicht schlecht, also Ja. sehr umtriebig, aber das musst du mir dann vielleicht dann nachher nochmal eben erklären, wie man das Losglück denn da so bekommt, weil Ich muss zwingen kann, ja. das funktioniert irgendwie bei mir nicht so wirklich. Jetzt auch gewundert, ja, aber es hat irgendwie geklappt, ja. ganz grundsätzlich sind ja im Moment noch sehr große Unterschiede, jetzt speziell in der European League of Football, was die Spieltage angeht. Also zumindest, wenn wir mal bis jetzt rechnen, nicht nur wegen der Stadien, sondern auch das, was an Möglichkeiten drumherum geht. Also Fan-Erlebnis, was dann so ein bisschen anders ist wie beim Fußball oder anderen Sportarten, wo man meist hingeht, guckt sich Spiel an und geht wieder, so mehr oder weniger. Du sagtest, du warst bei Rheinfire Galaxy. Also ich glaube, das sind schon die Spiele, die bisher Ja. sicherlich am meisten Energie und auch, ja, halt eben eine alte Rivalität, die da halt eben noch im Raum steht, auch wenn sie nichts mit den jetzigen Teams so direkt zu tun haben. Wie fühlst du das? Wie siehst du das? Ja, also das ist auch immer so ein bisschen was wir auch so im Podcast immer so ein bisschen diskutieren. Ne? So, klar, die GFL, die hat es verschlafen, die EFL zeigt es jetzt, wie man es machen sollte. Und das ist dann schon auch was, also bei Rheinfire, wir haben auch mit René Engels da auch ein bisschen gesprochen und sein Vater, der hat ja damals, glaube ich, auch mit Eishockey groß gemacht in Deutschland und da ist natürlich die Verbindung schon auch da, wie man sowas aufziehen kann und gerade, also da kann man es lernen, das sollten eigentlich alle Teams mal hingehen und sich das anschauen, wie Rheinfire das dann aufbaut. Ich glaube, das passiert jetzt mittlerweile auch mit einer Vorband und auch den Cheerleaderinnen mit, keine Ahnung, wie gefühlt 20 Cheerleaderinnen, die
ja, von der Professionalität her schon fast an NFL-Niveau, finde ich, mithalten können. Und da ist schon viel geboten. Ja, aber Martin hat damals dann auch so gemeint, sie ein bisschen umgeschaut hat. Ja, aber viele, die interessiert das Spiel gar nicht so jetzt im Detail. Ja, die sind so mehr wegen dem Event dann da. Aber es ist natürlich beides wichtig. Ne? Du brauchst den Football, aber du brauchst auch das Event und das Erlebnis dann drumherum. Ja. Also das wirst du ja immer haben, ne? Und manche Leute, die dann nur ins Stadion fahren, egal zu welcher Sportart, die eher wegen des Erlebnisses gehen und nicht unbedingt wegen dem Sport oder jedem Quarterback oder Spieler oder Spielzug, der da auf dem Platz stattfindet. Aber es ist ja doch schon ja, mittlerweile echt ein Event. Jetzt sehen wir gerade, was du gerade sagst, dass sie von Rheinfire ja, man so ein bisschen lernen kann. Das könnte man auch als Blaupause vielleicht nicht nur für die ELF-Teams, sondern ich finde auch für GFL-Teams sehen kann. Es ist immer Absolut, schwierig, ja. ja. Muss man natürlich alles finanzieren und die Leute für haben, ist ganz klar. Aber sie zeigen zumindest, wie man es machen könnte. Wie siehst du das mit den Stadien? Weil das ist ja auch dann die Sache. Man muss ja nicht nur wollen, sondern ja auch können. Die Stadien werden größer, werden Ja. ja mehr Platz, mehr Möglichkeiten. Wie siehst du das? Ja, weil Cendric gerade eingeblendet hat, der Taylor Swift hat es gezeigt. Ja, kann man irgendwie alles kritisch sehen, aber so aus marketingtechnischer Sicht wäre die NFL blöd, wenn sie nicht nutzen würde. Und da muss man eben schon sagen, da ist GFL, AFVD, die sind da hinten dran. Meine, das ist jetzt ein neues Präsidium. Ich hoffe, meine, die haben jetzt einen neuen Vertrag mit Sports Illustrated aufgebaut, wo sie jetzt vielleicht auch noch anders nach außen gehen, weil. Ja, es kann dann ja auch mal schnell gehen, wie jetzt in Leipzig, dass dann ein Team zurücktreten muss. Und dann wäre es natürlich schade, wenn die Fans, die dann schon mal da waren, ja, dann wieder weggehen und dann nicht sagen, nee, ich unterstütze dann ein lokales Team in der GFL oder so dann oder auch in der unteren Liga. Denn ich finde, darum sollte es gehen, um den Football an sich. Und das Thema Stadien. Ja, es hatten wir auch schon ein bisschen diskutiert, weil jetzt ist in Nürnberg hier zum Beispiel ist jetzt dann auch ein Spiel. Hoffenheim war ja so angeteasert, dass da auch eins sein soll. In Bremen, in Hannover. Ja, es ist die Frage, na, woher kommen dann die Fans? Ich habe es damals in Stuttgart bei der Surge, ja, so 2.500, 3.500, das war schon dann viel los so. Klar, wenn dann gegen Frankfurt, gegen Galaxy waren nochmal ein paar Leute mehr da. Aber wie sollen die jetzt so ein großes Stadion, ein Bundesliga-Stadion dann komplett voll machen? Aber auch aus marketingtechnischer Sicht, dann schreiben die lokalen Behörden darüber, oder die Journalisten dann darüber. Es wird als Event dann aufgezogen und ich denke, dass das auch so der Hintergrund ist, dann zu sagen, okay, wir probieren es jetzt einfach, um den Markt in Deutschland auch größer zu machen. Das Spiel in Kroatien kann ich noch nicht ganz so nachvollziehen, welche Märkte, dass sie damit erschließen wollen, ob da wirklich ein paar Urlauber dann ins Stadion gehen, die zufällig vor Ort sind. Lass mich mal überraschen, aber ich glaube, das hat auch mal was mit Karajca zu tun, dass der Verbindung zu dem Stadion irgendwie hat. Ja, es geht, glaube ich, darum, wirklich so ein bisschen zu trommeln und sich zu zeigen, nicht nur zu sagen, hey, es sind nur Spiele in Unterhaching, in München, in Stuttgart, auf der Waldau oder in Frankfurt, im FSV Frankfurt Stadion, glaube ich, ist es, oder in Duisburg, sondern auch in anderen Stadien, um so ein bisschen mediales Interesse zu erzeugen. Ob es finanzierbar ist, ich hoffe es, dass sich damit wirklich kein Team, keine Franchise damit dann finanziell auch übernimmt, weil sowas wie in Leipzig sollte nicht nochmal passieren dann, ja. Also mit dem International Game, da triffst du bei mir so eine Wurzelbehandlung. Also das ist nicht nur ein Nerv, das ist eine Wurzelbehandlung. Deswegen klammere ich das jetzt mal so ein bisschen aus. Aber es ist natürlich schon sehr stark zu sehen, dass manche Teams, ich sage jetzt mal Köln oder Hamburg, eher gezwungen sind, irgendeine andere Lösung zu finden, aus welchen Gründen auch immer. Und andere, so Frankfurt, München, sagen, okay, wir versuchen mal den nächsten Schritt, damit wir halt sowas machen können wie Rheinfire oder wie Hamburg es ja im Volksparkstadion letztes Jahr auch gezeigt hat, dass das halt eben funktionieren kann. Ob das immer und durch die Bank weg funktioniert, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Okay, wird gerade geschrieben, 500 Tickets sind schon weg in Nürnberg. Ja, ich habe was gelesen mit 5.000 Tickets, Entschuldigung. Ja, war mir jetzt wohl noch nicht sicher. Ich bin gespannt, ich würde es mir wünschen. Ich kann da leider nicht, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen, sonst wäre ich da auf jeden Fall auch. Hätte das Event mal mitverfolgt. Ja,
schauen wir mal, wie sich's da entwickelt, ja. Frage von wegen, ja, wurde ja gerade schon auch von Johannes gesagt, dass da was in Hoffenheim passieren soll. Ja, offiziell gar nichts. Das war das Einzige auf der Pressekonferenz, dass das dem Karajca so ein bisschen wohl rausgerutscht ist oder was weiß ich. Der prescht ja auch da schon mal gerne ein bisschen nach vorne und sonst weiß keiner was davon, so in der Art. Es ist sogar Patrick, glaube ich, rausgerutscht. Ach so, oder also, ihm? Okay. Also ich habe ja mit... Ich bin ja auch mit Carsten Keller und Sebastian Mühlenhof da, so von den beiden Journalisten auch, wobei Carsten macht es ja nebenberuflich da in Kontakt und Carsten war vor Ort und der hat mir das dann nochmal aufgespielt, dass es so ein Versprecher auch so ein bisschen war von der Search. Also ich habe keine weiteren Details wie das, was wir da im Podcast auch besprochen hatten über das Thema. Was ich allerdings noch ergänzen möchte, denn gerade in München war das für die Dauerkartenbesitzer, ne, da heißt es ja, du kaufst die Dauerkarte, kannst ein Spiel umsonst anschauen, dann ist ein Spiel in Nürnberg. Also dann fühlst du dich als Dauerkartenbesitzer natürlich schon noch ein bisschen verarscht dann. Ja, ist dann immer ein sehr schwieriges Thema. Und da sind diejenigen, die dann jetzt in Hamburg, auch wenn es dann nachträglich erst Dauerkarten gibt, aber Dauerkarten für eine Rundreise durch Norddeutschland sind natürlich auch sehr interessant. Würde mich mal interessieren, wie viele Tickets da am Ende weggehen. Das ist ja, bevor ich da auf die andere Frage eingehe. ich habe es schon gelesen, ja. Ja, zu etwas völlig anderem. Ja, wie jedes Mal. Mal gucken, ob der Hendrik im Hintergrund schläft oder ob er was für uns hat. Ja, also ich soll wieder was vorlesen, damit auch unsere Zuhörer beim Podcast das natürlich am Ende vernünftig mitbekommen. Ach, der klingt sich mal schnell ein. So, Frage an Johannes. Wenn du jetzt eine Woche ein Tier sein müsstest und du dich zwischen Maulwurf, Flamingo und Clownfisch entscheiden müsstest, welches wäre es dann und warum? Boah. Also ich glaube, es wäre ein Clownfisch. Also ich war schon mal im Great Barrier Reef in Australien und war da auch schnorcheln. Und also ich glaube, das sind so einem Riff, klar, die werden weniger und so, aber ja, so im Wasser, wo man wirklich seine Ruhe auch hat, aber auch dann viele andere Fische, die vielleicht auch so ein bisschen bunter sind. Ich glaube, da würde ich mal tauschen, ja. Aber spannende Frage, habe ich mir noch nie dazu Gedanken gemacht. Gut, ja, und dann machen wir direkt weiter. Frage an mich dann, an den Stefan. Ich bin bereit. Gut. Welchen prominenten Schauspieler magst du sehr gerne? Prominent im weitesten Sinne in Deutschland und ja, Bud Spencer ist für mich immer noch ein Kultschauspieler, auch wenn es nicht der Riesenstar ist, aber den finde ich mit kongenialen Partner Terence Hill. Okay, immer spannendes Konzept, ja. Ja, einfach mal was anderes, ne? Nicht immer das Gleiche. Ja, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, wir wollten dann auch da zu etwas nicht völlig anderem, aber eine andere Liga. Hier kam die Frage, wie das mit der USFL und der XFL von Fusion zur UFL, ob das bestehen kann oder nicht. Erstmal sollte man ja, glaube ich, schon sagen, dass das ja auch Auswirkungen auf den europäischen Markt haben kann, weil da ja doch auch Teams weggefallen sind. Ja, also eventuell der ein oder andere Spieler, der sonst dann in einer Liga der XFL oder so gespielt hätte oder auch darüber gegangen wäre, könnte jetzt eventuell als Top-Verpflichtung in Europa landen, egal ob jetzt Deutsche Liga, Österreichische Liga oder European League of Football. Aber siehst du es jetzt als Vorteil oder als Nachteil? Weil, um mal kurz alle abzuholen, es war ja die USFL hatte 8 Mannschaften und die XFL hatte 8 Mannschaften. Ja. Jetzt wurden dann jeweils 4 Mannschaften herausgenommen zu der UFL, also sprich 8 Mannschaften fallen jetzt weg. Das ist auf das, was du hinaus willst. Ja. Aber es ist doch dann eigentlich ein Vorteil, dass dann diese Spieler dann nach Europa kommen, oder? Genau, ich würde es jetzt auch eher als Vorteil für die oberen Ligen sehen. Ob da jetzt wirklich Impact und ob das jetzt mehr wie 1 oder 2 sind, ist natürlich wieder was anderes. Ja, ich meine, ich finde es für Dominik Eberle schade, weil er war ja bei Seattle da im Team, bei den Dragons. Jetzt hat er da keine Mannschaft mehr. Ich
weiß nicht, ob er jetzt dann da ein Team jetzt findet nochmal in der UFL. Für ihn finde ich es schade. Ich meine, auch wieder so aus wirtschaftlicher Sicht, also weil eigentlich die XFL, die hat ja viel mehr Aufmerksamkeit generiert in den USA wie jetzt die USFL, ne? Weshalb dann die XFL wirklich fusioniert, das kann Dwayne The Rock Johnson dann mal beantworten, aber es macht natürlich schon irgendwo Sinn auch aus Fernsehrechtsgründen, weil jetzt vorher war ja die eine Liga bei ESPN, glaube ich, und die andere bei Vox, wenn ich es richtig im Kopf habe, und jetzt wollen die beide Fernsehsender das dann gemeinsam übertragen, und ich glaube, dass das dann auch langfristig das Konzept sein kann und wird, weshalb die dann auch überleben. Weil die XFL hat es ja schon gezeigt auch, die haben ja in St. Louis, ist ja auch in Missouri, da schon ein Stadion auch fast komplett ausverkauft. Also ich glaube schon, dass da ein Bedarf auch da ist, und das ist auch so ein bisschen was, wo Martin auch so ein bisschen mal Kritik Richtung ELF so ein bisschen hat, ob sie nicht zu schnell und zu stark wachsen. Ne? Wieso kann man nicht sagen, auch mal 8 Mannschaften und jetzt schaut man, dass sich die etablieren, weil ne, in XFL oder USFL oder in den USA allgemein, du hast ja viel mehr Spieler. Und wo es ja bei uns in Europa hakt, sind ja dann die O-Line-Spieler, dass wir da eigentlich zu wenig Gute dann haben, und umso mehr Profimannschaften auch in der ELF oder auch in der GFL, dass es gibt, umso schlechter wird dann natürlich auch die Qualität der O-Liner, weil es nicht so viele gibt. Und wenn dann selbst eine Liga wie die UFL sagt, nee, wir machen 8 Mannschaften und erweitern das nicht auf 16 oder noch was, das hat ja schon auch einen gewissen Hintergrund. Und das würde ich mir auch für die ELF wünschen, dass sie da nicht zu stark wachsen möchte, um dann ja vielleicht doch irgendwie dann finanziell irgendwann in Nöte geraten kann dadurch. Ja. Ist ja auch ein Thema, was wir jetzt haben. Es bleiben ja nur mal 17 Teams im Prinzip, oder nicht nur im Prinzip, es bleiben 17 Teams. Sicherlich keine falsche Entscheidung, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Trotzdem sieht man ja, wenn die richtigen Orte gewählt werden, dass so wie jetzt Madrid, was die an Verpflichtungen da zusammengegrast haben und wo sie sich überall Spieler hergeholt haben. Potenzial ist da, ob dann andere Mannschaften darunter leiden, wird man dann auch wieder am Ende sehen. Ich glaube aber vor allem, wenn man jetzt wieder nach Amerika rüber guckt, dass die einfach zu sehr gegenseitig Konkurrenz waren und man da halt eben halt dieses Problem so ein bisschen gelöst hat durch die ganze Geschichte. Und am Ende ist es aber so, dass es nicht zu wenig Spieler geben könnte. Die gibt es da, wie alle sagen, wie Sand am Meer. Ja. Ich glaube aber, dass sie einfach zu der Jahreszeit einfach in anderen Sportarten ganz viel, viel größere Gegner haben. Ja, das ist ja doch so sehr aufgeteilt, wann welche Sportart und welche Liga irgendwie unterwegs ist in Amerika. Deswegen glaube ich, dass es langfristig schwer ist, sich da komplett durchzusetzen. So mal als grundsätzliches Meinungsbild. Und ob man das irgendwo sehen kann, ist nicht angekündigt bisher für aber Deutschland und Europa. Bekommen, nee. Wenn, dann wäre das für mich aber wieder so ein typischer Fall für Sport 1. ich wüsste jetzt nicht so, wer sich da sonst drum prügeln würde. Plus 7 Max wäre dann eher Konkurrenz zu ELF. RTL glaube ich nicht, dass sie Interesse haben. Und die Doris hat es ja auch gesagt zu Thema, ja, das diskutieren wir auch so ein bisschen, dass wir vielleicht in Europa auch mal schauen, nicht zu sehr mit der USA alles vergleichen sollen, sondern auch mal schauen, okay, wie ist es denn in Europa? Denn wir haben andere Gegebenheiten. Wie du schon sagst, in USA ist so eine ganz andere Sportlandschaft. Da bei uns in Deutschland, Europa, hast du halt hauptsächlich Fußball, was so ganz vorne ist. Und dann danach, Eishockey tut sich auch schwer, Basketball tut sich schwer, jetzt kommt noch Football, tut sich dann vielleicht auch schwer. Vielleicht müssen wir schauen, okay, wie können wir das in Europa auch mit den Gegebenheiten, dass wir nicht auch wie in den USA vielleicht am College dann 24/7 nur Football leben können, sondern weil das ist auch so ein bisschen was, wenn jetzt ein Coach aus USA nach Deutschland kommt oder nach Europa kommt und da dann auch trainiert und dann feststellt, ja, aber irgendwie, wieso sind meine Spieler tagsüber noch auf der Arbeit? Wieso sind die nur abends greifbar? Das ist für die dann, glaube ich, ein bisschen schwieriger, auch so einen kulturellen Unterschied dann mit zu verstehen und dann umsetzen zu können. Und deswegen ist unser Tenor da immer so ein bisschen vielleicht nicht nur zu sagen, okay, wie klappt es in den USA? Ich wollte nur darauf hinweisen, vom Wachstum her, dass eben auch eine Liga wie die UFL vorsichtig ist mit der Größe, na, dass wir das in Europa vielleicht auch berücksichtigen sollten. Aber klar, Doris, die Umstände allgemein in Europa sollten wir dann selbst denken, so wie es für uns dann auch passt dann, ja.
Zu der Frage oder dem Einwurf, der da auch noch von der Ravens Crowd, René, wenn ich es richtig sehe, dann kommt, dass man da Länder zusammenfassen sollte oder ähnliches. Das wird im Grunde ja schon gemacht. Also Polen zum Beispiel, die Wrocław Panthers können, ich weiß jetzt gar nicht, welches Land es war, aber ich glaube Ukraine und noch irgendwas, das ist, gilt auch als Homegrown-Spieler dann in dieser kommenden Saison. Und das ist, glaube ich, für Prag und für Fehervar auch interessant. Also da wurden die Bereiche zumindest, wo man als Homegrown-Spieler gilt, etwas vergrößert. Sicherlich nicht das Riesenpotenzial, aber es sind sicherlich auch immer ein paar Spieler dabei, die dann auch eher eine Chance bekommen, weil wenn man dann als europäischer Import sich beweisen muss, da gibt es vielleicht dann in anderen Ländern doch wieder interessantere Spieler. Das stimmt, ja. Zurück zu eurem Podcast. Wir haben ja gesagt, es waren so einige Gäste und Themen, die da so besprochen wurden. In 100 Folgen ist da auch genug Platz für. Aber ja. Hast du eine Lieblingsfolge oder Lieblingsgast, wo du sagst, boah, das war ein cooles Thema, da hätte ich noch 3 Stunden länger drüber oder mitreden können? Zwei Gäste habe ich da. Also zum einen natürlich Magnus Sotscher, weil es war damals, als wir das Projekt gestartet haben, war immer so im Hinterkopf, ja, dass wir Marc dann mal reinholen. Jetzt war es halt mit der Zeitverschiebung und er war ja dann damals auch noch, dass er eventuell nochmal spielen kann. War es dann ein bisschen schwierig und wirklich nach 100 Folgen hatten wir Marc jetzt dann im Podcast dabei. Das war für mich auch was ganz Besonderes, die Folge 101 mit ihm, wen das interessiert. Er hat spannende Insights dann auch so erzählt, auch wie er damals in Rodenburg dann auch trainiert hat, wie er ans College gekommen ist. Und den zweiten Gast, wo es auch richtig tief ging, das war Sandro Platzgummer. Der hat Wahnsinns-Insights auch so von den Giants erzählt. Also das war super spannend. Hat damals dann auch René Buckner dann drüber mal getwittert, dass es interessant fand, wie der Headcoach da so arbeitet. Also Sandro und Marc hätte ich noch stundenlang zuhören können. Aber ich möchte deswegen die anderen Gäste, die wir hatten, auch nicht kleiner reden. Auch ein Philipp Less, ich meine, der kommt jetzt vom Futsal, hat auch lange mit Martin trainiert, hat auch viel zu erzählen. Wir hatten auch mal Benji Barnes auch mit dabei. Das ist auch spannend, weil der halt eine tolle europäische Karriere auch hat im Football. Der hat ja auch mal bei den Wrocław Panthers auch gespielt, hat gefühlt jede Meisterschaft so mal gewonnen, die so gibt in Europa auch, und das ist auch eine schöne Karriere, die er da auch hingelegt hat, und ich kann da bei jedem Gast da was mitnehmen und lernen auch, also das ist echt toll, was allgemein auch dieses Football Hot Nah Projekt mir an Möglichkeiten eröffnet hat, auch andere Leute kennenzulernen. Auch Thomas Kössling war auch immer toll, wenn ich ihn mal getroffen habe und wir mal gequatscht haben. Auch mit Andy Meyer immer gute Gespräche. Das ist wirklich toll, wie man durch Football da spannende, tolle Menschen kennenlernen kann. Und auch euch natürlich von Football, ja. Da sind wir direkt schon auch wieder so ein bisschen beim nächsten Thema. Also das ist auch das, was mir eigentlich den Spaß an der ganzen Sache bringt, dass ich, egal ob jetzt Spieler oder vor allem Fans, die ich vor irgendeinem Stadion treffe, auf dem Rasen oder Ähnlichem, es ist immer wieder eine schöne Sache, vor allem wie offen die ganze Geschichte noch ist. Ja. Auch wenn es ein größeres Stadion oder so ist und man ist dann da irgendwo auf der Tribüne und ja, Thomas Kössling oder wer auch immer, der sieht einen, es wird halt gegrüßt und mal eben kurz gequatscht, ja. Ist halt eben schon noch relativ nah an den Leuten so ein bisschen dran. Man muss halt sehen, wenn es halt immer mehr Leute werden, die in so ein Stadion kommen, wird das sicherlich schwer, sowas auch beibehalten zu können. Ich würde aber da ganz grundsätzlich noch direkt noch einen Schritt weiter gehen, ja. Weil es sind nicht nur mehr Leute, sondern das war letztens auch in einem Podcast, ich glaube, das waren unsere österreichischen Freunde, die im Prinzip dann so ein bisschen das Statement oder die Frage in den Raum stellten, ob es denn mittlerweile nicht einfach schon viel zu viele Podcasts zum Thema Football oder zur NFL oder was auch immer gibt. Ich persönlich bin immer der Meinung, boah, jeder, der Spaß dran hat, ja. solange jemand zuhört, warum soll er es nicht machen? So viel ist fast nicht möglich. Aber was sagst du dazu? Ja, sehe ich auch so. Es hat ja auch, jeder zieht ja andere Menschen an. Also wir haben Kritiker, die sagen, boah, ja, oder
ne, wo Martin dann mal ein paar Sachen nochmal rückblickend zu Search gesagt hat, wo dann gleich der Vorwurf kam, oh, Martin ist irgendwie frustriert oder so. Ist er nicht, aber kam dann wohl ein bisschen so rüber. Also ich finde das auch so, dass jeder, der den Podcast dann auch startet, du findest dann auch die Leute, die mit dir resonieren. Und die hören dann dich an, weil sie auch deine Meinung dazu haben möchten. Und Martin und ich, wir haben damals gesagt, wir wollen jetzt auch nicht so komplett die NFL abdecken, weil da gibt es genügend Podcasts, die darüber sprechen. Und wir reden darüber, was gerade eben aktuell ist, auch was Martin dann beschäftigt. Und das ist so, was unser Konzept so ein bisschen ausmacht, weil Martin halt echt viel zu erzählen hat, viel Erfahrung, viel Know-how hat. Und da, ja, da, wenn da auch andere Leute ihren Podcast starten, macht das. Also das wird nur helfen, allgemein den Football größer zu machen in Europa und damit auch hoffentlich bei den Spielern auch was ankommt, auch bei den Coaches dann dementsprechend, damit wir irgendwann an dem Punkt sind, dass wir sagen können, ja, ich kann jetzt da als Vollzeittrainer oder Vollzeitspieler davon leben und muss nicht noch einen Job nebenbei haben. Und dazu hilft, glaube ich, jeder Podcast über Football. Auch wenn es ein ganz anderes Thema ist, ich finde die Frage ganz interessant, aber ich glaube, also ich bin zumindest der Falsche, um das zu beantworten, weil da wird gefragt, wie lange das wohl brauchen würde, dass jemand, der von der Canadian Football League oder vielleicht auch andersrum, weil das ist ja sogar, behaupte ich mal, naja, häufiger, aber auf jeden Fall nicht selten, wie lange das denn wohl braucht, dass er sich da auf das System oder die anderen Regeln einstellt? Wäre vielleicht mal eine Frage für den Martin Hanselmann, ob der da vielleicht irgendwie sagen könnte. Ja, ich habe da auch eine kleine Anekdote dazu und zwar auch einen richtig coolen Gast damals. Wir hatten vor 2 Jahren, war das Jugendcamp und da war auch Chris Essiala eingeladen. Und dann hieß es so, ja, ob ich den vom Bahnhof abholen kann. Dann habe ich gesagt, ja, klar, kann ich machen. Und dann war noch Dominik Hanselmann, der Sohn von Martin, der ja auch eine gute deutsche Karriere im Football auch gelegt hat. Der ist auch mit dem Zug gekommen, aber Chris war früher da. Und dann war ich mit Chris dann so und habe so gesagt, hey, ob er Lust hat, dass wir im Auto einen Podcast aufnehmen. So Ansteckmikrofone. Und er fand es dann super cool, im Auto dann auch Podcast aufzunehmen. Ist eine spannende Folge, ist eine von unseren ersten 20 Folgen irgendwo grob. Chris ist Jalla auch. Und da erzählt er nochmal so 15 Minuten genau über das Thema. Ich kann es jetzt nicht mehr 1:1 zitieren. Klar, es ist so ein bisschen eine Umstellung, weil ja mehr Spieler auf dem Platz sind. Aber man kommt da relativ schnell rein. Also wenn es dich da interessiert, hör gern nochmal in die Folge rein. Das war eine von den ersten 20 Folgen. Chris Essiala, da erzählt er drüber über Canadian Football, weil da hat er ja auch gespielt. Ja. Wieder zum deutschen oder europäischen Football. Wir haben ja schon gesagt, die einen müssen vielleicht mal ein bisschen was noch lernen oder wieder ein paar Schritte vorwärts machen. Die anderen müssen vielleicht ein bisschen gebremst werden, dass sie nicht zu viele Schritte auf einmal machen. Was ist so deine Meinung? Wo geht das Ganze für den europäischen Football so hin in den nächsten Jahren? Meinst du, die können noch mehr auch von dem NFL-Hype oder das große NFL-Interesse von Hype? Ich finde das immer ein bisschen übertrieben. Aber meinst du, da kann man noch von profitieren? Wird das noch größer? Wird das mehr? Ja, das ist. Also ich glaube, der Fan-Hype, sage ich mal, NFL-Fans, ja, das wird definitiv mehr. Die Frage ist nur, was kommt bei uns im deutschen, europäischen Football dann auch an, bei den Vereinen, bei den Spielern, auch bei der ELF dann am Ende? Das ist dann wirklich die Frage, denn Martin sagt es auch immer wieder, also in Bayern nehmen wir es nicht wahr. Wir hatten gestern noch eine Folge mit den Coach Potatoes aufgenommen, so NRW und Berlin. Die nehmen es jetzt auch nicht wahr, dass so viel mehr Jugendliche jetzt zum Football dann kommen. Es fangen dann vielleicht auch mal so 20- bis 30-Jährige dann mal noch an, Football zu spielen, weil sie die NFL auch anschauen. Ich würde es mir wünschen, so wie es die ELF jetzt aktuell vorhat, auch so marketingtechnisch nach außen zu gehen, ist es der richtige Schritt, ist es der richtige Weg. Ich hoffe natürlich, dass es auch alles finanzierbar bleibt. Es sind natürlich schon Kosten, die da auch entstehen bei so einem Team, wenn das Auswärtsspiele hat und die müssen sich ja auch soweit selbst finanzieren. Na, dass es nicht nochmal eine Mannschaft gibt wie in Leipzig dann, die dann während der Saison abbrechen müssen. Wenn das so solide auf einem vernünftigen Weg
sich auch wirtschaftlich langfristig tragbar macht, sind wir da gerade auf dem richtigen Weg und wird auch mehr dann ankommen. Ich hoffe natürlich auch, dass genügend junge Spieler dann am Ende dabei sein werden. Ja. Habe ich am Ende auch noch so ein bisschen meine eigene Meinung tatsächlich zu. Für mich ist dann grundsätzlich dieser, nicht Hype, aber das Interesse am Footballspiel von Jüngeren, der war schon vor Corona. Und für mich ist der mit Corona gestorben. Da ist so viel bei kaputt gegangen die letzten 2-3 Jahre. Und da ist, ich glaube, dass da wirklich diese Zeit wirklich problematisch dann für uns war. Also dass da halt eben wirklich viel Jungs, die eigentlich jetzt Football spielen würden, wieder weggebrochen sind. Ja, Thema, weil Zitoris auch schreibt, wegen Schulprogrammen und Flag-Football. Also das hatten wir gestern auch nochmal diskutiert, weil Martin sagt, wir hatten das damals mit der NFL Europe auch schon. Also in Bayern, die haben das damals dann auch gemacht, sind an Schulen gegangen. Es war allerdings dann trotzdem schwierig, dann, dass wirklich Spieler zu den Vereinen kommen. Was wohl hilft, ist wirklich, wenn man sagt, hey, bring doch mal einen von den Kumpel mit. Aber allein an der Schule, weil du hast in der Schule, ja, du hast dann 3, 4, die total begeistert sind für Football. Die breite Mitte, die macht halt mit, weil jetzt gerade hier jemand da ist, hat jetzt da Football dabei und lässt die Jungs ein bisschen spielen und ein paar, die gar keine Lust dazu haben. Ist die Frage, ob man das wirklich hinbekommt, über Flag Football, Schulsport da mehr ranzubringen. Also Martin sagt, wir hatten das schon mal. Er hat da keinen großen Zuwachs feststellen können damals. Muss ich wieder genau kontern. Also wir haben da auch ziemlich viel mit zu tun gehabt hier in Kleve tatsächlich, weil wir da dann auch mit Schulprojekten gewesen und etc. Also da sind definitiv für unsere Verhältnisse schon einige Spieler bei rumgekommen. Auch dann nachher bei den Damen und sowas, die wir da zeitweise hatten, waren einige, die als Kinder und Jugendliche im Flag-Football-Programm waren. Sicherlich ist es wichtig, dass das weiter wächst, dass es mehr werden mit diesem Flag-Programm, damit das flächendeckend ist, damit es wirklich was bringt. Weil nur so Fleckchen, dann ist das eine schöne Werbeaktion, ja. Hast das auch schon. Ja. Nee, es ist ja gut, wenn es da bei euch dann auch fruchtet, weil darum geht es ja am Ende, die Spieler irgendwie in die Vereine dann auch zu bekommen und das Interesse zu wecken. Was allerdings halt sich schon verändert, sind natürlich auch die Interessen von den Jugendlichen. Vor 10, 15 Jahren, da hast du Football gespielt und dann hat nur das gezählt so. Und jetzt, ja, dann hast du, hey, nee, ich muss jetzt noch zocken, da habe ich ein Twitch-Turnier, ich kann jetzt nicht ins Training kommen. Also es sind ein paar so Sachen, die bei Martin mit irgendwelchen Coaches, wo er so quatscht, dann mal so rüberkommt. Musst du die Spiele halt anders abholen wie vor 10, 15 oder 20 Jahren? Was ist da so deine Erfahrung? Ja, definitiv. Also ich habe ja jetzt eine U16 im Prinzip, die ich da trainiere. Und da ist es sowas von wichtig, dass noch nach dem Training mal ein schönes Foto für Instagram gemacht wird. Oder halt eben wir auch vom Verein her da Material erzeugen, was die dann gerne mal posten und teilen und etc. Um diesen... Ich sag mal, das, was man sonst immer nur den Receivern und den Defense Backs so nachgesagt hat, dass sie so ein bisschen extrovertiert sind, das gilt eigentlich für die ganze Jugend, hat sich so ein bisschen ausgebreitet. Und ich glaube, das ist dann so eine Sache, die durch Corona, glaube ich, doch noch mal verstärkt wurde so ein bisschen. Dieses eine Zeit lang nichts machen können oder nicht in die Vereine können. Also es hat uns sicherlich ein Viertel unserer Mitglieder gekostet. Ja, aber da ist natürlich schon auch mit der Jugend, klar, es ist anders, aber Martin macht aktuell, der hat jetzt mit Lutz Breyer die German Football Academy gegründet, da geht es ihm auch darum, Jugendliche zu fördern und nicht nur einmal im Jahr so ein Jugendcamp zu machen, sondern wirklich die zu begleiten dann und zu sehen, hey, wie werden die besser, wie wachsen die? Und Martin sagt, das sind schon auch die Jugendlichen dabei, die Bock haben. Klar muss man vielleicht dann, je nachdem, vielleicht ein bisschen weniger bewegt wie noch vor ein paar Jahren, muss man ein bisschen früher anfangen, was das Thema Athletik und Koordination anbelangt, aber motiviert sind da schon auch einige und die dann auch dementsprechend abholen und fördern. Und das ist eben so ein bisschen das, was Martin eben ausmacht. Martin möchte entwickeln, der möchte eine Mannschaft entwickeln über 3, 4 Jahre, der möchte auch Jugendliche entwickeln über einen gewissen Zeitraum und nächstes Jahr wollen sie dann eventuell auch einen Combine hier in Deutschland
starten, wo dann von South Dakota, von den Coyotes Coaches kommen, also von Bob Nielsen da, weiß nicht, ob er auch mit dabei sein wird, um eben dann auch Spieler aus Deutschland da in die USA rüberbringen zu können, ans College. Und darum geht es irgendwie, ne, die Spieler weiterzubringen. Wie gesagt, ganz grundsätzlich, wo siehst du denn die ELF so, wir andersrum? Ich mit meiner Elf-Info-Gruppe habe da ja ein großes Sammelsurium an Kritikern und Freunden der ELF. Und die einen sind der Meinung, schon seit 4 Jahren, in 2 Jahren gibt es die nicht mehr, sozusagen. Und die anderen sagen, oh, das wird mindestens so groß wie die NFL Europa damals, wenn nicht sogar noch größer. Also es gibt da so beide Extreme sozusagen. Was meinst du, wo kann das Ganze noch hingehen? Ja, also ich muss sagen, damals, als es losging, da war ich auch so gehypt, wo ich gesagt habe, ja, das wird irgendwann so jetzt Fußball verglichen, ne, so wie die dritte Liga, irgendwann so die Fans dann auch in die Stadien holen und so, weil auch dieser Football-Hype da ist. Nachdem ich jetzt so auch Einblicke mehr habe und na, das ist halt wirklich der Unterschied. Ich habe es damals bei der Search miterlebt. Da sind zu einem Auswärtsspiel sind 70 bis 80 Leute mit dabei. Also hast du ja auch nochmal 10 Media und so weiter, die noch mit dabei sind. Das musst du alles erstmal finanzieren können, dass das wirklich so auf den Beinen steht, dass du davon wirklich leben kannst. Und bei der NFL Europe, da hat ja die NFL echt sehr viel Geld reingesteckt und eigenes Klopapier mit rüber geschickt und Mülleimer. Martin hat bei sich noch im Büro noch einen Mülleimer von der NFL Europe stehen. So. Ja, also die haben ja wirklich Geld auch reingebuttert und es hat auch mal Jim Tomsula in dem Interview auch gesagt, dass das ja wirklich so der Unterschied NFL Europe zu ELF jetzt ist. Man muss sich um andere Sachen noch kümmern, die NFL damals mit abgedeckt hat. Also ich würde es mir wünschen, dass es so groß wird. Allerdings, ja, man hat es leider an Leipzig sehen müssen. Mir tut es echt mega leid, vor allem tolle Fans auch und so. Das ist auch eine tolle Franchise, die sich da entwickelt hat. Es kann dann eben auch mal schnell gehen. Und es sind die Franchises, müssen versuchen, sich selbst zu finanzieren, auch ihre Auswärtsspiele. Und ja, jetzt, wenn du mit 80 Leuten ein Auswärtsspiel in Madrid oder in Barcelona hast, mit Flug und Unterkunft und so, das musst du erst mal finanzieren können. Also daran könnte es irgendwann mal, also ich hoffe es natürlich nicht, ja, also ich würde es mir wünschen, aber das kann natürlich immer ein bisschen mitschwelen, dass es kann morgen vorbei sein, es kann noch 10 Jahre gehen, es kann 30 Jahre gehen, es kann sich etablieren wie eine Bundesliga und ist nicht mehr wegzudenken, was ich mir natürlich wünschen würde. Aber deswegen sprechen wir auch im Podcast immer noch über die GFL, weil das genauso wichtig ist, weil ohne die GFL, auch ohne die Jugendarbeit, wird es auch keine ELF-Mannschaften geben. Und es hängt auch beides zusammen. Es ist beides wichtig und man sollte beides nicht irgendwie außer Acht lassen. Ja, da muss ich dir vollkommen recht geben. Also das muss irgendwie... Muss es da einen Weg geben, weil am Ende geht es um Football spielen, am besten unter und für die Spieler und für Vereine oder Franchises, wie auch immer. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass es da erste Schritte zueinander gibt oder Gespräche und Absprachen. Ja, mega wichtig. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte. Und ja, ich glaube, dass da sicherlich noch verschiedene Möglichkeiten der Kooperation oder Absprache zumindest gibt, die da halt eben in irgendeiner Art funktionieren könnten. Der Wille und persönliche Egos könnten da noch im Weg stehen. Mal schauen, was das so die nächsten Jahre so gibt. Ja, wollen wir mal schauen. Das werden wir da sehen. Auch da nochmal ganz kurz, wo war es gerade? Da schöne Grüße auch nach Köln, ne? In die Centurions, ja. Hallo Auge. ganz grundsätzlich sind wir dann im Prinzip schon am Ende. Ich würde jetzt spontan noch, hast du vielleicht noch irgendeine Frage? Irgendwas, wo du sagst, oder du sagst, da würde ich gerne nochmal eben drüber reden. Das ist ein guter Punkt. Also, ich meine, allgemein Thema, es ist, ich meine, du hast es auch schon nochmal so kurz ein bisschen gesagt, es geht
Also uns im Podcast geht es um Football auch in Deutschland, in Europa. Und Martin ist da schon so ein bisschen seit über 30 Jahren lebt er diese Vision und er ist manchmal schon auch ein bisschen am Resignieren, ne? Ob man jetzt endlich mal auch so komplett davon dann auch leben kann. Also nicht nur ein paar Coaches oder ein paar Spieler aus USA, sondern auch alle Coaches und alle Spieler. Ich würde mir wünschen, dass es da eben weitergeht. Und ja, es geht um Football in Deutschland, in Europa und supportet auch eure lokalen Vereine. Schaut da auch mal vorbei. ELF macht ein gutes Show auch, ein gutes Event, ein schönes Erlebnis. Aber man soll jetzt andere auch nicht außer Acht lassen. Und ja, das wären jetzt da so die Punkte, was mich jetzt so interessieren würde, weil du ja auch ein Coach bist. Kommst du denn zur BCC, zur Coaches Convention nach Würzburg anfangen? Ja, das sind so Themen, genau die BCC und genauso wie RedCon und was auch immer alles. Das sind so Sachen, da würde ich so gerne hinfahren. Aber ich habe im Sommer, wenn die ELF spielt, schon nur anderthalb Tage am Wochenende, die ich dafür bilden kann, weil ich nebenbei ja auch noch eine kleine Firma habe. Ja, ist immer sehr schwierig. Also das sind so Sachen. Also jeder, der auch nur ein bisschen was mit Football, mit Coaching, mit etc. sich weiterbilden will, fahrt zu solchen Möglichkeiten, die euch da gegeben werden. Egal, ob das euer Verband macht oder halt eben dann speziell jetzt dann in Bayern, dass das halt eben auch, ja, von außen kriegt man immer mit, dass das echt eine tolle Veranstaltung mit tollen Rednern und ja, Spezialisten wollte ich schon fast sagen, aber halt Experten, eben mit Experten, ja. Und da gibt es zwei, drei Stellen, die dann in Deutschland vertreten sind, wo man sicherlich sich Input holen kann. Bildet euch weiter, nicht stehen bleiben. Es ist zwar am Ende immer das Gleiche. Also ich habe noch nie einen Football-Coach gesehen, der was anderes macht wie das, was seit 30 Jahren in irgendwelchen Büchern steht. Die Drills sind fast immer das Gleiche. Ja, also mal ist da eine kleine Nuance, da wird da. Aber das ist auch völlig egal, weil es geht darum, worauf achten die? Was sind die Feinheiten? Woran, an welcher Schraube soll gedreht werden? Also da kann ich auch nur empfehlen, da mal dran teilzunehmen. Das ist echt interessant. Ich konnte es bisher immer nur online mir anschauen. Das ist aber dann, wie gesagt, der Zeit geschuldet. Deswegen sehen wir uns ja auch nur übers Internet. Also das ist genau, ja. Also ich werde am Samstag mit vor Ort sein. Wenn jemand da ist, kommt gerne auf mich zu, können wir mal kurz quatschen. Würde mich freuen, auch euch kennenzulernen, so von den Zuschauern, Zuhörern. Also sprecht mich da einfach an. Als letztes noch ganz grundsätzlich, bevor du die letzten Worte hast, das waren gerade schon fast sehr schöne letzte Worte, die du da von dir gegeben hast. Ganz grundsätzlich Stadion, du hattest gesagt, du warst jetzt schon ein paar Mal im Stadion sicherlich und NFL hast du so einiges auch schon gesehen. Hast du schon irgendwie ein Spiel, wo du sagst, ah, da will ich hin? Außer das, was sowieso ausfällt, weil du auf eine Hochzeit eingeladen bist? Mit zu einem Footballspiel? Oder ja, zu einem Football, also oder? ELF oder ähnliches, wo du sagst, da möchte ich hin oder vielleicht das nächste München-Spiel? Ja, also NFL-Spiel ist jedes Mal eine klasse Stimmung auch. Ich habe auch Lust zum Finale jetzt, dann ELF-Finale auf Schalke da zu kommen. Also wenn da wirklich das Stadion ausverkauft ist. Ich war bei einem Fußballspiel da schon mal, das ist eine tolle Stimmung, würde ich mir wünschen. Wo ich mal noch hin möchte, ist mit einem Freund, sein Sohn ist Kansas City Chiefs-Fan und nachdem ich da schon mal studiert habe in der Nähe, ins Arrowhead da mal die Stimmung mitzuerleben, auch mal bei den Cowboys, also ich möchte schon auch mal NFL in USA auch erleben, das ist glaube ich noch ein bisschen was anderes und da dann bei den großen Franchises. Ja. Okay, Finale wirst du mich auf jeden Fall auch sehen, also wenn wir uns da zwischen den wahrscheinlich tausenden Leuten mal treffen sollten, ne, der Dicke mit der roten Käppi, das bin ich. Ansonsten grundsätzlich, wenn du jetzt noch irgendwelche letzten Worte an irgendjemanden richten willst, wie gesagt, da ist der QR-Code für euren Podcast, den haben wir schon eingeblendet die ganze Zeit. Ja, sonst immer gerne, wer vielleicht neu heute da war, noch ein Like dalassen, abonnieren, was auch immer. Das ist das, womit ihr uns eigentlich am glücklichsten macht, wenn ihr da irgendwie am besten sogar nochmal irgendeine Info schreiben, ob es euch gefallen hat, ob es irgendwelche Themen gibt, worüber ihr sprechen wollt.
Ich glaube, das gilt für euch. An dich die letzten Worte und schönen Gruß an Martin Hanselmann. Werde ich ausrichten, ja. Also vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich durfte echt viel lernen, muss ich sagen, durch Martin auch. Und es freut mich auch, wenn ich das darüber auch weitergeben kann, auch wenn Martin gerade nicht dabei ist. Also vielen Dank für die Möglichkeit. Und ja, lebt einfach Football. Geht damit mit weiter und unterstützt auch eure lokalen Vereine. Nehmt das Event mit, feiert den Sport und unterstützt den. Es ist eine schöne Sportart und mich würde es freuen, wenn wir uns in 5 Jahren hier wieder treffen würden und sagen würden, ja, und sagen können dann, okay, die ELF hat es geschafft, nach wie vor größer zu werden. Die GFL hat auch nochmal ihren Weg gegangen und wir können sagen, hey, ja, man merkt die Entwicklung im deutschen, im europäischen Football auch hinsichtlich Spieler und Coaches, dass es nicht nur immer aus Ehrenamt und einer Leidenschaft dann heraus entsteht. Also supportet es, unterstützt es und ja, dann vielen Dank für die Teilnahme und das wären so meine Schlussworte für heute. Danke. Und vergesst nicht, kommt auch nach Kroatien. Ja, ganz, ganz wichtig.